Hallo zusammen, herzlich willkommen zum letzten Video zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung in Klasse 9. Und zwar soll es heute um den Begriff der Unabhängigkeit gehen, der ganz eng mit der bedingten Wahrscheinlichkeit zusammenhängt. Das werden wir gleich merken, wie eng der zusammenhängt. Und zwar schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Und zwar geht es diesmal um das Wahlverhalten in der Schule, wenn es um Französisch und Latein geht. Und wie das da aussieht jetzt mit Jungen und Mädchen, also ob quasi jetzt, wenn man Französisch wählt, ob das eher ein Junge macht oder eher ein Mädchen. Und wir werden Folgendes machen. Wir werden gleich die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass jemand, der Französisch gewählt hat, dass der ein Junge ist. Also ob die sich davon vom allgemeinen Französischwähler unterscheidet oder ob da Jungen vielleicht besonders gern oder besonders ungern Französisch wählen. Und dazu haben wir hier die entsprechende Vierfeldertafel. F ist Französisch, J ist Junge. Das heißt, diese 39 hier, das sind die Jungen, die Französisch gewählt haben. Die 45 sind die Nichtjungen, also die Mädchen, die Französisch gewählt haben. Und diese 13 hier sind die Nicht-Französisch-Wähler, also die Lateinwähler. Das heißt, diese 13 Jungen haben Latein gewählt und diese 15 Nichtjungen oder Mädchen haben Latein gewählt. Und wir klären jetzt eben die Frage, vielleicht erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Achtklässler Französisch gewählt hat. Französisch gewählt haben insgesamt 84 Personen, 112 haben wir insgesamt in der 8. Klasse. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Achtklässler Französisch gewählt hat, liegt dann bei 0,75 oder 75%. Wie sieht es jetzt aus bei einem Jungen? Wir berechnen die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Junge aus der 8. Klasse Französisch gewählt hat. Da müssen wir jetzt bedingte Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit für F unter der Voraussetzung J, da teilen wir uns eben die 39 Jungen, die Französisch gewählt haben, durch alle Jungen. Und eben nicht nur durch alle insgesamt, sondern durch alle Jungen. Weil wir eben schon wissen, bei dem zufällig ausgewählten Menschen handelt es sich um einen Jungen. Und da ist jetzt die Wahrscheinlichkeit 75%, genauso wie vorher. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Französisch gewählt hat, ist genau dieselbe wie die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Französisch gewählt hat, unter der Voraussetzung, dass er ein Junge ist. Daraus können wir schließen, dass eben die Wahrscheinlichkeit für F genau gleich ist wie für F unter der Vorbedingung Junge. Und dann würden wir eben sagen, mathematisch dann, J und F sind unabhängig voneinander. J hat keine Auswirkung auf F. Heißt in dem Fall, das Geschlecht hat keine Auswirkung auf die Sprachwahl. Man kann also nicht sagen, ein Junge tendiert eher zu Französisch oder Latein, sondern in dieser Gruppe zumindest war es jetzt so, dass es keine Auswirkungen hat, ob man Junge oder Mädchen ist, sondern dass beide Gruppen gleich häufig Französisch wählen. Und dann spricht man eben von stochastischer Unabhängigkeit. Und schreiben, also das tritt eben genau dann auf, wenn das zweite Ereignis nichts ändert, wenn es als Vorbedingung genommen wird. Das können wir noch ein bisschen, diese Gleichung hier, die können wir noch ein bisschen umschreiben, dann haben wir das ein bisschen angenehmer. Also wir wissen ja, das hier ist die Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit. Wenn wir jetzt die Formel nehmen und hier einsetzen, dann kriegen wir als Gleichung, die Wahrscheinlichkeit für F ist dasselbe wie P von F geschnitten J durch PJ. Also wenn die unabhängig sind. Also wenn diese beiden Wahrscheinlichkeiten gleich sind, dann stimmt auch diese Gleichung. Und dann können wir sagen, die Wahrscheinlichkeit für F mal die Wahrscheinlichkeit für J ist dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit für F und J. Oder eben für F geschnitten J. Wenn F und J unabhängig voneinander sind. Und das würden wir uns jetzt notieren. Das ist quasi stochastische Unabhängigkeit. Wenn das eine Ereignis keine Auswirkung auf die andere hat, wir schreiben uns die Definition auf. Zwei Ereignisse sind stochastisch unabhängig, wenn gilt, die Wahrscheinlichkeit für A geschnitten ist gleich P von A mal P von B oder wenn P von B gleich P von B unter der Bedingung A ist. Wie man es ineinander umformt, die beiden Gleichungen haben wir ja gerade gesehen, die bedeuten einfach dasselbe, sind nur anders formuliert. Und nochmal, was es heißt, das heißt, durch das Eintreten des einen Ereignisses wird das Eintreten des anderen weder mehr noch weniger wahrscheinlich. Das heißt, wenn wir schon wissen, A ist eingetreten, wenn A und B unabhängig sind, und wir wissen, A wird eintreten, können wir trotzdem keinerlei Aussagen darüber machen, ob B dadurch wahrscheinlicher wird oder nicht. B ist völlig unabhängig von A. Und wenn man schon weiß, dass zwei Ereignisse unabhängig sind, dann kann man eben diese Formel hier zur Berechnung der beiden Wahrscheinlichkeiten verwenden. Das haben wir ganz häufig auch schon so gemacht. Und das ist zum Beispiel immer der Fall, wenn wir ziehen mit zurücklegen. Dann ist ja der zweite Zug völlig unabhängig vom ersten und dann können wir das auf der
im Baumdiagramm wunderbar und problemlos darstellen. Und dann verwenden wir das auch. Und das werden wir nachher auch im Beispiel sehen, dass wir da quasi so eine Art jetzt einfacher und schneller ausrechnen können. Und vielleicht noch so zur Ergänzung, wenn A und B unabhängig sind, dann auch nicht A und nicht B, genauso wie nicht A und B und genauso wie nicht B und A. Das heißt, wenn jetzt zwei Ereignisse in der Vierfeldertafel unabhängig sind, dann sind alle miteinander wechselseitig unabhängig. Ich würde euch bitten, das aufzuschreiben. Wir machen gleich noch zwei Beispiele dazu. Und jetzt aber erst das hier aufschreiben und als nächstes dann die beiden Beispiele. Erstes Beispiel wäre, was man häufig machen muss oder soll, man überprüft eben, ob zwei Ereignisse unabhängig sind. Und ihr werdet gleich an dem Beispiel merken, dass dieser Begriff Unabhängigkeit, also dieser mathematische Begriff Unabhängigkeit, dass der überhaupt nicht gefühlsmäßig hinhaut. Man muss es wirklich ausrechnen. Man kann diese Frage nicht auf Gefühl klären. Das geht schief, weil ihr seht jetzt hier, also das Ereignis, die beiden Ereignisse, die auf Unabhängigkeit untersucht werden sollen, ist, es werden zwei Würfel geworfen und der erste Würfel zeigt jetzt eine 6 und dann bei der A die Augensumme beträgt 7 und bei der B die Augensumme beträgt 8. Und so gefühlt hat ja eh mit dem einen F und mit dem anderen F genau gleich viel zu tun. Aber wir werden gleich merken, wenn wir es ausrechnen, dass die einen beiden eben unabhängig sind, die anderen beiden nicht. Und da merkt ihr schon, dass man es wirklich ausrechnen muss. Man könnte es jetzt mit einem Baumdiagramm ausrechnen, diese verschiedenen Ereignisse, aber damit es einfacher geht, habe ich eben rechts die ganzen Kombinationen aufgeschrieben. Wir haben quasi einmal den einen Würfel und einmal den anderen und hier dann immer die Augensummen drin. Dann kann man es einfach abzählen. Es gibt da 36 verschiedene Möglichkeiten, Kombinationsmöglichkeiten und dann können wir die immer abzählen, dann geht es leichter. Okay, schauen wir mal bei der A. Die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis E, der erste Würfel zeigt eine 6, beträgt ein Sechstel, das ist das hier. Es gibt 6 Möglichkeiten, was der erste Würfel anzeigen kann. Wenn er eine 6 anzeigt, das ist eine von diesen 6, also ist die Wahrscheinlichkeit ein Sechstel. Wir erinnern uns, Laplace-Experiment. Und dann die Wahrscheinlichkeit für das F. Die Augensummen ist 7, das sind die hier auf der Diagonalen, die orange eingefärbt sind. Das sind 6 Stück. Insgesamt haben wir 36 Kombinationsmöglichkeiten, also ist die Wahrscheinlichkeit 6 36 oder 1 Sechstel. Ja, und dann schauen wir noch die Wahrscheinlichkeit E geschnitten F an, also E und F, das heißt, der erste Würfel zeigt eine 6 und die Augensumme ist 7 und das wäre eben dieses Feld hier, diese 7, weil das ist ja die einzige 7, bei der erste Würfel eine 6 anzeigt und die Wahrscheinlichkeit hierfür ist 1 36, das ist eben ein Feld von diesen 36 Feldern. Ja, und jetzt können wir es noch überprüfen. Wir rechnen P von E mal P von F und wenn da ein 36 rauskommt, dann ist es unabhängig und wenn nicht, dann ist es eben abhängig. Und wir sehen sofort, diese Gleichung zur Überprüfung der Unabhängigkeit ist erfüllt, weil ein Sechstel mal ein Sechstel gibt ein 36 und dann können wir sagen, diese beiden Ereignisse E und F, die sind unabhängig voneinander. Ja, haben wir problemlos lösen können, aber gefühlt, meine ich, wäre man da jetzt nicht drauf gekommen. Also ich hätte gedacht, das ist ja schon irgendwie davon abhängig, ob da jetzt eine 6 kommt oder nicht. Ja, drum eben wirklich im Detail ausrechnen. Aufgabe B. Ersten Teil, die Wahrscheinlichkeit für E haben wir ja vorher schon gemacht, das ist jetzt natürlich genau dasselbe. Und jetzt kommt aber die Wahrscheinlichkeit für F ins Spiel und da geht es um die Augensumme 8. Und das sind diese 5 Achter hier und die Wahrscheinlichkeit, dass eben 8 kommt, ist demnach, weil es ja 5 Kombinationsmöglichkeiten gibt, 5 36. Und damit ausgerechnet, die Wahrscheinlichkeit für E geschnitten F, also für erster Würfel zeigt eine 6 und die Augensumme ist 8. Das ist dieses Feld hier. Und nur dieses eine und das Feld ist 1 36. Die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, ist eben 1 36, weil es eins von diesen ganzen 36 Feldern ist. Und wenn man es jetzt berechnen möchte, also überprüfen möchte, dann wird man die 1 Sechstel mal die 5 36 rechnen. Und das ist eben überhaupt gar nicht 1 36, das wäre 5 216. Ja, und das ist nicht 1 36. Und damit ist diese Gleichung hier nicht erfüllt. PE mal PF ist nicht P von E und F. Und damit ist klar, E und F sind abhängig voneinander. Also hängen alle, das heißt, wenn wir schon wissen, dass eine 6 kommt, dann verändert sich die Wahrscheinlichkeit. Weil wenn wir die Vorbedingung haben, es kommt eine 6, dann wissen wir, das wirkt sich auf die Wahrscheinlichkeit von der Augensumme 8 aus. Und dann können wir sagen, E und F sind abhängig. Ja, und so wird man das eben überprüfen.
Dann würde ich euch auch bitten, dieses Beispiel abzuschreiben. Das erste Beispiel jetzt und das zweite rechnen wir gleich im Anschluss. Ihr macht Pause und schreibt ab. Ich wechsle zum zweiten. Da geht es darum, dass in einer Fabrik zwei Scanner eingesetzt werden, die unabhängig voneinander arbeiten. Also wir wissen genau, diese Scanner sollen eben fehlerhafte Getriebeteile aussortieren. Und der erste Scanner, ob der zweite Scanner den Fehler erkennt, hängt nicht davon ab, ob der erste ihn erkannt hat. Das heißt, wir wissen, die beiden Scanner arbeiten unabhängig voneinander. Und wir wissen, die erkennen jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% ein kaputtes Teil. Jeder für sich, unabhängig vom anderen. Und jetzt ist die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird ein kaputtes Teil aussortiert? Da haben wir eben wieder diese ganzen Wahrscheinlichkeiten. A ist Scanner 1 erkennt, B ist Scanner 2 erkennt, die Ereignisse. A quer ist Scanner 1 erkennt nicht, B quer ist Scanner 2 erkennt nicht. Und wir wollen die Wahrscheinlichkeit dafür haben, dass beide Scanner erkennen das kaputte Teil nicht. Und das wäre jetzt ja formuliert mit diesen Ereignissen P von A quer und B quer. A quer, Scanner 1 erkennt ein kaputtes Teil nicht, B quer, Scanner 2 erkennt ein kaputtes Teil nicht. Das heißt P von A quer geschnitten B quer. Und wir rechnen das eben so aus, dass wir dann die beiden Wahrscheinlichkeiten einfach miteinander multiplizieren. Und das dürfen wir deshalb, weil wir wissen, dass A und B unabhängig ist und damit auch A quer und B quer. Wenn wir nicht wüssten, dass die unabhängig sind, dann könnte man diese Wahrscheinlichkeit hier nicht verwenden. Es wäre durchaus vorstellbar, dass man sagt, wenn der erste Scanner das nicht erkennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite das erkennt, sehr viel geringer. Aber so ist es hier nicht. Ja, es ist bei beiden unabhängig voneinander und darum können wir die Unabhängigkeitsformel, weil wir ja wissen, dass es unabhängig ist, verwenden, um diese Wahrscheinlichkeit auszurechnen und müssen einfach diese beiden Wahrscheinlichkeiten dafür, dass eben der erste Scanner das nicht erkennt und der zweite nicht, die können wir einfach miteinander multiplizieren und kriegen dann raus 0,0025. Also wie wir eben vorher diese Formel hier genutzt haben, um zu überprüfen, ob etwas unabhängig ist, so können wir jetzt die Tatsache, dass sie unabhängig sind, nutzen, um eben mit dieser Formel die Wahrscheinlichkeit auszurechnen. Und die beträgt dann gerade mal 0,25%. Das heißt, die Scanner arbeiten sehr, sehr gut. Zur Unabhängigkeit dieser Übungen, bei der 2 und 3 muss man überprüfen, ob es unabhängig ist. Und bei der 4, da hat man eben auch so eine ähnliche Aufgabe wie hier mit den Scannern, wo man eben so eine Rechnung dann anstellen kann, die eben nur funktioniert, weil die beiden Ereignisse unabhängig voneinander sind. So, dann hoffe ich, das Video hat euch geholfen. Ich bitte wieder darum, Fragen und Probleme zu notieren, konkret zu notieren und nicht nur halblebig, damit wir die dann auch klären können, wenn wir uns live wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich eine gute Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von mir. Tschüss.